Polizeieskorten, Schutzanzüge, Corona-Tests. Willkommen in Pekings Olympia-Bubble. Das Medienzentrum der Olympischen Winterspiele 2022 erstreckt sich über fast 98.000 Quadratmeter und stellt einen geschlossenen Kreislauf dar. Auch 3.000 Athleten, deren Betreuer und 19.000 Ehrenamtliche werden in der Bubble leben. Vergangene Woche wurde sie eröffnet. Wer für Olympia nach China fliegt, befindet sich vom Moment der Landung bis zum Abflug im geschlossenen Kreislauf. Das Flughafenpersonal trägt Schutzanzüge sowie Masken und Visiere. Nach dem ersten Covid-Test wird man in von Polizeiautos eskortierten Bussen ins Hotel transportiert. Die Bubble besteht in Wirklichkeit aus zahlreichen Mini-Bubbles, etwa aus 72 abgesperrten Hotels. Olympiateilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen nur in den 4.000 von den Organisatoren ausgewiesenen Fahrzeugen zu den bis zu 180 Kilometer entfernten Spielstätten transportiert werden. In den Bubbles gibt es auch Restaurants, Supermärkte und Tankstellen. Jede und jeder innerhalb der Bubble muss vollständig geimpft oder 21 Tage in Quarantäne gewesen sein, bevor Eintritt gewährt wird. Tägliche Covid-Tests und konsequentes Maskentragen sind weitere Sicherheitsmaßnahmen für alle Bubble-Bewohner. Die Pekinger Polizei warnte kürzlich sogar Autofahrer davor, nicht zu helfen, wenn ein Fahrzeug der Spieler in einen Unfall verwickelt wäre. Alles, was die Bubble durchbrechen könnte, soll vermieden werden. Sogar Müll aus der Olympia-Bubble wird getrennt von anderen öffentlichen Abfällen verwertet. Manche Menschen werden mehrere Monate von der Außenwelt abgeschottet verbringen. In einem Online-Forum erzählen Ehrenamtliche, dass sie Mitte Jänner in die Blase eintreten mussten. Einige von ihnen werden bis nach den Paralympics, die am 13. März enden, dort bleiben. Aber auch danach ist nicht Schluss mit Isolieren. Laut dem staatlichen Handbuch zur Pandemieprävention müssen Einwohner Chinas beim Verlassen der Bubble eine 21-tägige Quarantäne absolvieren. Die Winterspiele finden vom 4. bis zum 20. Februar statt.